Ja, guten Tag und hallo, meine Damen und Herren aus dem DSH-Kongressstudio hier in Wiesbaden. Es ist einige Zeit her, da haben wir den ersten Deutschen Holzkongress gestartet, live und online, Anfang Juli mit einer politischen Diskussionsrunde. Damals hatten wir hier 5 Bundestagsabgeordnete zu Gast, die uns Rede und Antwort gestanden haben. Und jetzt wollen wir in der kommenden Woche in die Thementage online einsteigen. Auftakt ist der 15. und 16. September, Mittwoch, Donnerstag. Und dort ist nichts weniger als das erste Halbjahr 2021 Thema, und zwar in allen Facetten. Es war eine turbulente Marktentwicklung, die Branche war in den Medien, in der Politik, es gab zahlreiche runde Tische und wir wollen Bilanz ziehen. Wir wollen uns anschauen, wie das Marktgeschehen verlaufen ist. Wir wollen uns anschauen, wie die Kommunikation, auch wie die Politik gelaufen ist. Und wir wollen uns da wirklich sehr kritisch mit auseinandersetzen. Wir haben viele interessante Gäste eingeladen. Die Informationen dazu und vieles, vieles mehr finden Sie auf unserer neu gestalteten Website holzkongress.de. Dort können Sie sich auch anmelden, wenn Sie es noch nicht getan haben. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns dann nächste Woche live hier wiedersehen werden. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Bis dahin, gute Zeit und viele Grüße.